Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch hier was Altes, Neues mitgebracht, was noch nicht ganz fertig ist. Was könnte das wohl sein? Mal ganz vorab, ich habe gerade ein frisches, tolles Papier hier ausgebreitet für dieses Video, dass ihr es schön habt als Hintergrund. Was macht mein Kater Rumi? Tigert übers Blatt, verteilt seine nasse Nase, hat überall rumgeschnuppert und ein paar Katzenpfötchen auf dem frischen Papier. Jetzt liegt er hinter mir und versucht mich herzhaft vom Stuhl runterzuschieben, weil das eigentlich sein Stuhl ist. Ja, irgendwas ist hier falsch gelaufen. Naja, zurück zum Thema. Ich habe euch was Altes, Neues mitgebracht. Und zwar das Buch, was ich von der lieben Ingrid bekommen habe. Das habe ich euch ja schon mal im rohen Zustand gezeigt, wo ich einfach noch nichts drin dekoriert und gemacht habe. So, nun kann man sagen, fertig bin ich noch lange nicht. Jetzt kommt das große Aber. Es wird auch niemals richtig fertig sein, weil das ist mein Buch und ich werde es immer weiter bearbeiten und dekorieren. Ich werde es nicht aus der Hand geben, außer es möchte mal jemand vorsichtig durchblättern. Und dementsprechend bleibt es bei mir wohnen und ich werde einfach dran weiterarbeiten. Das ist einfach auch der Grund, warum ich es euch jetzt zeige, weil jetzt hat es für mich einen Zustand, in dem ich es nehme und mit dem lebe. Also ich nehme es und fange an, darin was zu tun. Ja, und da wird hier und da was dazukommen, aber das ist dann mein Privatding. So, ja, was habe ich gemacht? Also seit dem letzten Video ist ein bisschen was dazugekommen. Ein bisschen grungy Seiten. Ja, das Blaue kennt ihr ja schon. Ja, achso, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, super Gelegenheit. Hier kommen regelmäßig ja neue Videos, Flipthroughs, manchmal Katzen und Fusseln im Video. Und ja, auch ein paar Tutorials, die würde ich gerne noch wieder aufleben lassen. Ich habe jetzt schon ganz viele Flipthroughs gedreht und keine Tutorials. Irgendwie rennt mir die Zeit so ein bisschen weg. Wir sind gerade richtig am Wuseln. Dementsprechend ist das ein bisschen kurz gekommen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Lust habt, wieder mal auf ein paar, weiß ich nicht, Craft with Me's oder Tutorials oder ähnliches. Dann würde ich da mal ein bisschen mehr Fokus drauf legen. So, nun Fokus auf dieses Buch. Es ist eine Mischung aus, ja, irgendwie ein Müh, steampunkig vielleicht, ein Müh, ein bisschen mystisch, auf jeden Fall blau. Ne? Und ihr seht auch schon, ich habe hier das Set von Stamperia, den Alchemy, habe ich ausgeschlachtet und da verarbeitet. Nicht nur das, ich habe auch andere verschiedenste aus allen möglichen Himmelsrichtungen Sachen genommen. Die allermeisten Blätter, die ihr jetzt gleich seht, die sind von Ingrid, die habe ich quasi zusammengestellt von ihr bekommen. Das war alles lose, noch nicht eingenäht. Sie hatte da so ein paar Ideen. Ich fand dieses Journal ja so toll und ich habe es hier drinnen auch nicht irgendwie, ich habe nichts draufgeklebt, weil es fasst sich einfach so toll an, dass ich diesen Deckel und dieses Blaue und diese Haptik einfach genauso erhalten wollte. Ja, und viele Seiten von denen, die ihr seht, sind ja von Ingrid quasi mitgekommen. War so lose zusammengestellt wie Juttas Bastelsets immer, also quasi mit einer Büroklammer hier und einer Büroklammer dort. Und dann sieh zu, mach was Schönes draus. Und ich fand dieses Buch einfach so toll, dass ich habe mich darin verliebt. Und Ingrid war so lieb und hat es mir geschenkt am Ende unserer Convention-Zeit. Da bin ich auch sehr glücklich drüber, weil es ist so ein schönes blaues Buch. Ja, und es fängt an mit Art is the Journey of a Free Soul. Das passt super gut. Hier seht ihr so ein paar Sachen, die aus dem Alchemisten-Set sind oder aus dem Alchemie-Set von Stamperia. Und diverses. Ne? So, ich sollte mir vielleicht nochmal einen Check besorgen, weil ich habe nicht alle Taschen gefüllt, weil auch das ist so eine Reise. Ne? Also ich werde jetzt nicht alle gefüllten Taschen, ich habe jetzt mal so einen Blanko-Tag zum Zeigen, wenn irgendwo eine Tasche ist. Ich habe jetzt nicht alle Taschen irgendwie ausgearbeitet. Hier fehlt auch noch was. Ne? Das wird einfach beim Leben mit diesem Buch passieren. Das hier ist eine Tasche. So. Kann man hier so durchstecken. Oder auch hier könnte man es theoretisch, könnte man was reinschieben. Da habe ich jetzt noch nichts, was ich reintun will, aber das eignet sich zum Beispiel für Briefe oder sowas. Also für was, was man etwas schmaler falten kann. Ich habe auch einige Seiten einfach gelassen, wie sie sind. Minitasche? Nee, ist aber noch nichts drin. Hier ist schon was drin, was mit Ingrid oder von Ingrid mitgekommen ist. Ja, und ich habe ganz viel hier Verbandmull gefärbt und schöne Sprüche mit reingenommen. Aber alles sehr dezent, also es ist überall im Journal verteilt, aber es ist nicht so, dass es ein voll ausgeartetes Art Journal ist. Nee, es wird auch kein Art Journal, es bleibt ein Junk Journal. Und diese kleine Flosse hier, das ist auch einfach geil.
Ja, hier habe ich zum Beispiel mal was reingesteckt, weil ich fand einfach, dieser Schlüssel passte super. Hier haben wir, warte mal, rutsch aus dem Bild. Wir können ein bisschen höher gehen, ne? Hier haben wir einfach Platz zum Schreiben. Und hier hinter theoretisch nochmal Platz, um was zu verstecken. Das ist nämlich eine kleine Pocket. So. Ich hebe mein Stativ mal ein bisschen höher, weil ich habe nämlich gar nicht gezoomt, damit es mir nicht die Auflösung zerschreddert. Weil ich möchte euch die bestmögliche Auflösung bieten, die ich hier so aufnehmen und verarbeiten kann. Und aus dem Zoom, da geht ja doch immer ein bisschen was verloren. Genau, hier haben wir so einen tollen Doppelumschlag, ne, mit gestanzten Teilchen. Hier ist auch noch ein bisschen Papier drin, das ist aber dieses Blanko, deswegen hole ich es jetzt mal nicht raus. Ja, und ich fand einfach diese Kreise hier herrlich. Also ich liebe das auch, wenn man so rüberfasst. Ihr hört es schon, ihr könnt es euch vorstellen, wenn ihr Junk Journal kennt, könnt ihr es euch vorstellen. Und schön ist einfach, dass es hier so ein bisschen über den Rand guckt. Ich liebe das alles, dass dieser Rand dann so schön haptisch fein wird. Genau. Auch hier wieder, oh, ich rutsche raus, Alchemistenteil. Und ja, dieses Papierset, das ist auch eins meiner Lieblingssets von Stamperia. Oder Stamperia, keine Ahnung. Ich nenne es Stamperia, ich finde es klingt sympathischer. Genau. Imagination is the reality of a dreamer. So, hier haben wir noch einen eingehängten Umschlag. Da ist aber nichts drin. Der ist nur mit der kleinen Klammer hier fest. Da möchte zukünftig mal was rein. Ja, hier habe ich mein kleines Briefchen, was ich von Ingrid bekommen habe. Das wird hier auch getreasured. Ja, und hier haben wir wieder so eine kleine Klemme dran. Vielleicht backe ich die nochmal irgendwo anders ran, aber irgendwie finde ich die Pasta so stimmig hin. Gefällt mir total gut. Ja, das ist ja so ein bisschen Fischschuppen-Flossen-Style. Es ist einfach, es ist blau, es ist schön. Nur so ein Tütchen und ein kleines geprägtes Papierle. Das Tütchen habe ich hier unten festgeklebt und theoretisch könnte man hier auch noch einen Tag so reinsetzen oder so. Könnte man machen. Ich habe jetzt allerdings keinen fertig dekorierten, der hier in dieses Konzept passt. Der wird mir irgendwann in die Hände fallen, ich bin mir sicher. Das hier mit dem Rahmen ist auch total schön. Das war ein Digitalpapier, was Ingrid dort benutzt hat für die Anfänge des Journals. So, hier passt noch was Größeres rein. Hier was Kleines und da unten was ganz Kleines. Jo, hier kommen wir wieder zu den Tags. Die hat Ingrid so kreidig gemacht. Also ich gehe immer davon aus, dass die Tags mit diesem, ich weiß nicht, sieht man den Glanz? Sieht man den Glanz? I don't know. Die haben so eine glänzende Ornamente drauf und irgendwie hat Ingrid die so kreidig gekriegt. Also die fühlen sich auch so richtig an wie so eine kreidige Tafel. Total angenehm. Also ich liebe sowieso die Haptik von verschiedenen Papieren. Ich kann den ganzen Tag hier in diesem Journal blättern und rumwühlen. Auch das hier hat so eine, ist leicht rau, aber so angenehm. So samtig rau irgendwie. So, und das habe ich hier oben auf die Kante geklebt. Und man kann es einfach zu beiden Seiten öffnen und schreiben. Und hier haben wir nochmal eine Pocket für was Größeres. Eine Pocket für was Kleineres. Und wieder dieses wunderschöne Papier, was man so schick ausklappen kann. Wie seht's. So, hier oben hatte ich keine Pocket mehr gemacht, das war mir zu fummelig. Aber dafür haben wir hier so einen Streifen mit Papier. Da haben wir dort eine Pocket und, na, komm schon, in der Mitte eine Pocket. So. Ein bisschen knisteriges Papier, noch mehr knisteriges Papier. Und hier wieder eine kleine Pocket mit einem Tag oder einem Kärtchen drin. Knister, knister. Und das ist ja auch das, was einfach so ein Junk Journal ausmacht, finde ich. Irgendwas, was so knistert halt. Knisterpapier. So, und da hatte ich jetzt vorhin ein Video von Jutta von Funkelkram geschaut und ja, dieses Papier knüllen und ins Wasser schmeißen, das ist eigentlich eine ziemlich geile Idee. Ich glaube, das probiere ich einfach mal mit Backpapier, wie das wird. Ich meine, im allerdümmsten Fall, versenkt man da so ein Backpapier drin und es kommt raus und zerfällt oder sieht total behämmert aus und hat man einmal eine Seite Backpapier verschenkt sozusagen. Das ist das Schlimmste, was da passieren kann, dass es einfach nicht gut aussieht und man es lässt.
Von daher Mut zum Ausprobieren. Ich kenne jetzt Leute, die finden das Wort Ausprobieren ganz schrecklich. Aber ich glaube, in der Kunstform ist das absolut erlaubt. Na, hier ist auch wieder der zweite Streifen davon. Ich finde die einfach so schön. Und diese Eule ist doch auch einfach fein. Ja, so das Alchemiepapier. Ja, wie gesagt, ich bin verliebt in dieses Journal. Es wird gleich zu meinen anderen Journals in mein Lieblingsregal ziehen. Und dort wird es eine Aufgabe bekommen. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, was es macht. Ich bin noch am Überlegen. Das wird was Schönes sein. Ich habe da so ein paar Ideen. Wenn ich es weiß, vielleicht verrate ich es euch irgendwann. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. So, hier könnte man auch noch was hinterklemmen. Das ist komplett aufgeklebt, weil diese Papierseite aus dem, das müsste eine alte Bibel gewesen sein, ist so hauchdünn. Hauchdünn. Dass, ja, die wäre als Pocket oder was, wäre die völlig lost in space. Die wäre komplett zerfallen. So, hier haben wir nochmal ein. Ich rutsche aus dem Bild, ne? Nochmal ein Bild aus einem alten Buch. So ein schwedisches Geschichtsbuch irgendwie. Und in dem schwedischen Geschichtsbuch kommt deutsche Wissenschaft darin vor. So, hier mal wieder so ein kleines süßes Pocket. Und ein Riesentag, den hatte Ingrid auch gemacht. Ja, dann haben wir hier vorne mit dem Mini-Tag oder kleinen Tag hier vorne nochmal eine zweite kleine Pocket. Aber noch nichts drin. Dieses Papier ist der Knaller. Da sind so kleine Perlchen und Glitzersteinchen drauf. Und es fasst sich einfach mal großartig an. Schön gefärbt. Aber wie gesagt, die Papiere habt ihr gesehen. Hier habe ich einfach so einen Kreis drauf gepinnt. Auch der war dabei. Ja, hier habe ich so ein Ziehharmonika-Teil gemacht. Da habe ich ein bisschen Stemperia von dem Kosmos-Papier genommen. Kann man da schreiben, kann man dort schreiben. Das Ganze wieder mit einem Schleifchen verschließen. So. Schwuppdiwupp. Meine Fingernägel werden wieder zu lang. Das wird schwieriger. Ich weiß gar nicht, wie diese Mädels mit diesen monsterlangen Fingernägeln basteln können oder Schleife binden. Das ist mir unglaublich unvorstellbar. Geht gar nicht. Ja, hier mal wieder. Ein Teil von dem ursprünglichen Buch. Weil Ingrid das nämlich ursprünglich so als Meerjungfrauenbuch angedacht hatte. Das ist jetzt nicht ganz so mein Thema. Also Meerjungfrauen ist nicht so meins. Es ist eher ja das ganze Thema See. Also es dürfen gerne Meerjungfrauen dort vorkommen. Ja, also die finde ich total süß und lustig. Und die Karten hier sind auch super schön. Nur Meerjungfrauen wären mir zu wenig. Also da bin ich einfach eher so hier mystisch blau. Und Meerjungfrauen sind ja auch mystisch. Ich überlege mir, ob ich hier nochmal so Charms in der Mitte hänge. Bietet sich ja eigentlich an, ne? Ob ich hier nochmal irgendwie Charms dranhänge. Könnte man machen. Hier ist noch so eine hübsche Meerjungfrau. So, einfach so eine Karte. Unbeschriebenerweise. Hier so ein bisschen Tüdel. Tüdel geht immer. Ja, und hier, das Ding ist der Knaller. Das ist hier so ein Schubfach oder Aufmachfach-Ding. Da haben wir vier kleine Taschen drin. Da kann man auch ganz viel Kleinkram reinmachen. Zum Beispiel auch so Die-Cuts und sowas, die man irgendwie aufheben will und die man vielleicht hier drin noch verbasteln möchte, kann man genau dort parken. Jo, eine kleine Pocket wieder. Dani kriegt jetzt leuchtende Augen. So viel Pockets. Nein, du hast immer viel mehr Pockets, Dani. Ja, und dieses schöne haptische Papier. Vor allem macht Dani immer eine Pocket mit der Pocket und hinter der Pocket noch eine Pocket. Super cool. Echt super, super cool. Hier mal ein Wish. Nur muss man diese Pockets auch irgendwann mal befüllen. Also jedenfalls, wenn man das Buch verschenken oder verkaufen will, sollte man in die Pockets das reintun. Oder kann man auf jeden Fall tun. Da ich dieses Buch hier behalte, dürfen manche Pockets erstmal leer sein. Das ist doch auch ein total schöner Tag. Um hier auf mich zu treten. Der Kater tritt mir ins Kreuz, weil ich mich zu breit auf seinem Stuhl mache. Das ist irgendwie unnützig. So. Hier noch einen kleinen Umschlag, den ich dran gesetzt habe. Und es darf natürlich nicht fehlen im Thema Blau. Eine Flaschenpost in einer kleinen Herzchentasche. So, und auch dieses Papier hier. Ach,
Fühlt sich so schön an. Meine kleine Schlaufe hier lasse ich auch erstmal so, wie sie ist, weil ich noch nicht genau weiß, wie dick es wirklich wird. Ich könnte jetzt auch ein bisschen abschneiden, dass es hier nicht raushängt. Andererseits, ich mag Grunge. Und Grunge bedeutet auch, dass etwas raushängt. So, das ist jetzt vorerst das letzte Mal, dass ihr was von diesem Schätzchen seht, weil es jetzt in meinen Schrank geht und in das aktive Junk-Journal-Leben eintaucht. Ich freue mich immer noch mega jedes Mal, wenn ich dieses Buch in der Hand habe. Es ist richtig schwer und wertig. Es ist, ja, einfach ein Träumchen. So. Und ja, ihr könnt mir ja mal sagen, wie gefällt es euch? Was sagt ihr zu meiner, ich sag jetzt mal Minimal-Deko? Weil, ja, ich weiß, in Junk Journal geht auch noch viel mehr, ne? Ganz klar. Nur, ich finde, meine Kreativität läuft, wenn ich so ein Buch habe, behalte und mit ihm arbeite. Dann habe ich immer so ein Verlangen, nochmal was reinzutun. Und oh, hier passt jetzt noch dieses und jenes. Und wenn dann alles voll ist, dann gucke ich in der Röhre und denke mir so, machst du ein neues Buch? Das ist kein ins neue Buch. Nein, hier ist noch Platz für weitere kleine Schätzchen, die mir zulaufen. Gerne in der Farbe Blau. Oder auch so Vintage oder Mystisch. Das passt ja alles wunderbar rein. Ja. Wir gehen jetzt ins aktive Junk Journal Leben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich sehr über eure Kommentare, wenn ihr mir mal sagt, was ihr davon haltet. Ob ihr so ein Buch auch mögt oder ist euch das vielleicht zu blau? Nein, ich werde es auf keinen Fall abgeben. No, no way. Kein Stück. Wer mich mal besucht, darf es sich angucken, anfühlen, liebhaben und dann wieder dahin stellen, wo es hingehört. So, habt einen wunderschönen Basteltag. Bei mir ist es Sonntagmorgens 9:30. Ich werde jetzt wahrscheinlich gleich mal rausgehen und im Garten ein bisschen weiter basteln und mich später dann hier wieder um dieses kleine, süße Büchlein kümmern. Aber das im ganz Stillen und Privaten. Schön, dass ihr dabei wart. Ich sag mal, bis demnächst in diesem Kino.